Ich war heute bei Action und ich zeige euch jetzt mal ein Action-Haul nach ganz lang. Ja, ich habe leider zwei Sachen nicht bekommen. Ich wollte Holzstempel kleine haben und was war das andere? Holzstempel und meine Karamellwaffeln und die Karamellsticks zum Naschen. Die habe ich leider nicht bekommen. War noch irgendwas? Ach so, und Diamond Painting. Sie haben in der Kinderabteilung Diamond Painting Magnete. Für meinen Sohn hatte ich gedacht zum Painten und für mich die Einhörner. Schade, hatten sie gar nicht, aber ich habe gehört, dass sie morgen Nachschub bekommen. Morgen ist auch neue Wochenrabatt, Aktionsrabatt immer mittwochs und morgen kommt neue Ware, vor allem essenstechnisch und die Rabattwoche, haben sie mir gesagt. Vielleicht ist es für euch ja auch interessant. Immer mittwochs gibt es Food und die Wochenangebote. Genau, ich fange mal an bei der für mein Gewerbe. Da habe ich mir einmal diese Boxen geholt. Hobbyboxen. Das sind eins, zwei, drei, vier, also acht Fächer, genau, und das mal vier. Die haben jetzt, ich glaube, 1,80 Euro, 1,90 Euro gekostet, für vier Stück und sie sind stapelbar. Also sie haben so eine, ja, sie sind stapelbar, das ist schon echt cool. Ich habe davon zwei geholt und das waren die letzten. Ich habe nämlich schon angefangen, meine zu sortieren. Ich habe mir also meine Anhänger zu sortieren, weil ich hatte so große Kästen und das ist viel platzsparender, wenn man sie stapeln kann. Genau, hier habe ich meine ganzen Anhänger, die ich zu meinen personalisierten Armbändern anbiete. Leider sind die voll und ich habe noch ein paar. Deswegen habe ich mir nochmal zwei mitgehen lassen. Einer wird wohl noch voll und der andere als Ersatz. Und guck mal, wie schön die stapelbar sind. Und wenn man so einen Turm hat, dann hat man schnell die Anhänger griffbereit. Und sie sind platzsparend. Kann ich nur empfehlen, kann man auch für viele andere Sachen benutzen. Genau. Dann habe ich, also genau, zwei Stück habe ich mir davon geholt. Und dann habe ich mir die für die Firma noch Textmarker bestellt, Permanentmarker. Das ist mit feiner Spitze sollen die sein, also 4 mm. Mal gucken, wie die sind. Bin ich gespannt. Dann habe ich für eine, also das waren die Sachen für mein Gewerbe. Dann habe ich für eine Freundin, die hat jetzt angefangen mit Acryl und hatte Geburtstag. Und ich habe für sie was gepaintet, ein Bild. Und ich habe das hier gesehen. Und ich finde das ganz cool, wenn man das so tragen kann. Und man kann das ja auch für unterwegs, wenn man mal irgendwo verreisen ist oder so, kann man das ja auch ganz gut dann benutzen. Und hier ist nämlich Gold und Silber drin. Das fand ich sehr spannend. Das Paket hat, glaube ich, 3,50 € oder 3,80 € oder so gekostet. Und da sind 24 Farben drin. Ich weiß nicht, wie die Qualität ist. Das müsste sie mir dann mal ein Feedback geben. Aber wie sie decken. Vielleicht habt ihr schon Erfahrungen mit der Acrylfarbe. Könnt ihr mir dann ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Genau, jetzt kommen so ein paar Sachen, die für meinen Sohn sind. Ich habe aber was für ein Diamond Painting bekommen und das zeige ich euch zum Schluss. Also bleibt dran, das Video wird auch nicht so lange gehen. Es ist schon eine große, aber ich werde da einmal durchrushen schnell. Für meinen Sohn zu Ostern habe ich ein paar Sachen bekommen. Ich kaufe da gerne auch für Geburtstage und so kann man gut für Action-Sachen bekommen. Genau, einmal so ein Ü-Ei mit Spider-Man-Stickern. Er ist totaler Mario-Fan im Moment. Und immer nur heißt es Mario, Yoshi, Mario. Deswegen habe ich die und den habe ich gesehen und ich habe gesagt, der muss mit. Dann habe ich so einen Ball, den, so einen Ball, ihr kennt die ja. Diese Würfel, die man dann so in allen Richtungen mischen kann und dann muss man sie zurück zur richtigen Farbe drehen. Und ich denke, das ist eine ganz coole Beschäftigung, wenn man mal unterwegs ist oder so im Auto oder so. Wir waren ja im Juni auch in Urlaub.
Genau. Dann so ein Paket mit Schokolade für 1 Euro. Noch nicht mal, glaube ich. Ja. Kann man jetzt falsch machen. Und die sind auch eigentlich relativ teuer, weil die mit Smarties sind original. Und die haben jetzt 1,20 Euro oder so gekostet. Und normal bezahlst du da 2 Euro für. Genau, da habe ich einen von mitgenommen. Leider hatten sie nicht noch mehr, sonst hätte ich 2 mitgenommen. Und dann habe ich für meinen Sohn dieses Knetset für 4,20 Euro oder 29. Mein Sohn knetet so, so, so gerne. Und er hat eine Eismaschine, eine Kasse und hiermit kann er verschiedene Spaghettis machen oder so, Schlangen. Und ich denke mal, da wird er viel, viel Spaß mit haben, weil er liebt einfach Kneten ohne Ende. Also mindestens einmal, zweimal die Woche wird hier geknetet. Und hier sind sogar zu diesen kleinen Sets, sind da sogar noch, habe ich gerade gesehen, kleine Farben bei. Wir haben immer viele und Play-Doh als Geheimtipp ist bei Action original sogar sehr günstig. Also wenn ihr mal Knete braucht, kauft sie bei original von Play-Doh ganz gut bei Action. Genau, das sind die Sachen, die mein Sohn zu Ostern bekommt. Und dann kommen da noch Mini-Eier zu und das war's. Also zu Ostern gibt es immer nur kleine Sachen. Ich finde, wir haben kein Weihnachten oder Geburtstag, da reicht sowas. Und ich glaube, er wird da große Freude mit haben. Dann habe ich für meinen Sohn, er liebt auch Sticker-Album. Er hat so ein riesen Sticker-Album von mir mal bei Amazon bekommen. Von Amazon. So ein großes. Und da ist er ist am Sticker kleben, wenn er Langeweile hat. Ich meinen Sohn ins Bett bringen und er braucht eine Beschäftigung. Habe ich hier diese schönen Glitzer-Sticker. Die sind auch mit Glitzer von Paw Patrol. Leider hatten sie jetzt nicht noch andere. Ich hätte sonst noch andere mitgenommen. Aber ich finde die richtig cool. Da sind 6 Sheets drin. Und ich weiß gar nicht, was das gekostet hat. Ich glaube, 2 Euro noch was. Ja, sehr günstig. Und die sind, guck mal, die sind von Cars. Cars findet mein Sohn auch super. Wenn man sie so bewegt, dann ändert sich da, guck mal, steht da Stop und dann steht da Go. Die fand ich mega süß. Das sind 20 Stück sind da drin. Also ich denke mal, 2 oder 3 Sheets sind da drin. Ach, 2 Sheets sind da drin. Vorderseite und Rückseite. Und fand ich richtig süß. 99 Cent haben die gekostet. Das kriegt noch mein Sohn. Dann habe ich, er ist im Moment auch gerne am Malen, also Tusche. Er tuscht gerne. Und die Pinsel immer so sind so lang und er mag diese Breiten so gerne. Und das hat 70 Cent gekostet, oder nee, nicht 70, 77 Cent hat das gekostet. Und da kann man nichts falsch machen. Er ist jetzt 4 und ich denke, und die sind bunt. Na, das fand ich so cool. Und die sind sehr schön kurz. Das heißt, er kann die gut in der Hand halten und nicht diese langen Pinsel. Ich habe die hier nämlich nur in so ganz langen. Und ja, die habe ich für ihn geholt. Dann habe ich Klebestifte für ihn geholt in verschiedenen Farben. Also die kleben, aber die haben auch die Farbe. Der Kleber ist dann in der Farbe. Finde ich ganz witzig und hat auch, ich glaube, knapp unter 2 Euro gekostet. 4 Stück. Genau, das ist alles für meinen Sohn gewesen. Dann habe ich für mich noch ein paar Sachen geholt. Ich fand die richtig schön. Die sind mit Silberfolie. Das sind so Schmetterlinge. Und für Karten oder wenn man was verschenkt, auf das Geschenkpapier kann man die kleben. Oder man kann die sich auf seine... Das sind so Holz, oder? Wistful, Shipboard. Also die sind richtig, richtig, richtig fest. Die kann man... fühlt sich wie Holz an, so wie so ein Puzzle. Genau. Und die habe ich einmal mit Schmetterlingen und einmal mit diesen süßen Kakteen. Ich liebe ja Kakteen. Ich habe ja auf meiner Fensterbank ganz viele Kakteen. Und finde ich total cool. Und hier auch diese Hawaii-Blume. Richtig schön. Genau, da habe ich 2 Stück mitgenommen. Dann habe ich noch andere Sticker. Einmal in, also es ist eigentlich dasselbe, nur einmal in
grün und einmal in pink. Und ich finde die süß. Richtig niedlich. Hier, und diese Herzen in diesem Leopardenmuster, ich finde die so schön. Ich mache jetzt auch ein Logbuch, also ein Journal für mein Diamond Painting. Und da kann man die bestimmt mal benutzen. Ich finde die einfach so süß. To do und... so büroarbeitsmäßig ist dabei. Dann sind da Tiere bei. Zahlen finde ich richtig cool. Man kann zum Beispiel mit den Stickern, habe ich die Idee, weil meine Schrift ist so schrecklich, dass ich die beim Diamond Painting die Zahlen, also die Durchnummerierung von meinem Papier, was ich da drauf mache. Wie nennt sich das? Ach Gott, Leute. Mir fällt das Wort jetzt nicht ein. Diese Klebefolie, die man drauf, dieses Sticker beschichtete. Ach, ich komme da jetzt nicht drauf. Damit man sich das in Felder einteilt. Ach Gott. Genau, und hier sind nochmal Blumen. Und das habe ich halt in beiden Varianten einmal geholt. Genau, dann habt ihr einmal diese weichen, dann einmal mit Metall und dann halt einmal normal Papier. Und hier sind die Buchstaben mit Papier und hier sind die Wochentage einmal in Papier. Und finde ich richtig cool. Hier ist auch ein Kaktus drauf. Ja, finde ich mega schön. Das ist so dschungelmäßig angehaucht. Genau. Dann habe ich noch so Filz. Sticker geholt. Einmal für mich, für Einhörner und das ist auch für mich. Einmal Flamingos und einmal für meinen Sohn Hunde. Meine Schwiegermutter hat einen Hund und er findet Hunde so toll. Und die sind dann auch für sein Stickeralbum. Vielleicht packe ich das sogar zu den Ostersachen mit zu. Oder er kriegt das so, das weiß ich noch nicht. Genau, dann habe ich mir nochmal Papier gekauft. Verschiedene Farben. Hier ist nämlich Glitzer zwischen und Glitzer ist hier sehr, sehr beliebt, auch bei meinem Sohn. Und es sind echt viele da drin und der Block war auch nicht teuer. Ich glaube, etwas über 1 Euro. Und da sind richtig schöne Farben bei. Blau, lila, pink, grün, gelb, also eigentlich alle Regenbogenfarben. Und hier sieht man das nochmal, das Blau und das Lila ist hier ein Glitzer. Und dann habe ich mir nochmal das im Pastellton gekauft. Richtig schick. Hier Pastellblau und Pastellrosa ist hier ein Glitzer drin. Rosa, ja. Und das ist nicht ganz dünnes Papier. Das ist hinten auch... Das mit Glitzer ist nämlich hinten beschichtet. Das andere sind normale Papiere. Und die sind so kartonmäßig. Also es ist kein dünnes Papier, sondern das ist schon Karton. Was ich richtig gut finde. 30 verschiedene sind in einem Block drin und die haben auch etwas über 1 Euro gekostet, ich glaube 1,60 oder so und wir benutzen die sehr gerne. Ich benutze sie auch teilweise für meine Dankeskarten, ich mache ja so runde Thank You Karten und die packe ich bei meinen Schmuck mit rein, also bei meinem Gewerbe, genau. Dann habe ich, dann kommen wir mal zum Thema, Süßigkeit machen wir zuerst und dann Diamond Painting. Ich habe gesehen, dass so viele, oder gehört und gelesen, dass so viele diese Soße so klasse finden. Ich habe gesehen, die Nährwerte sind jetzt nicht so klasse, also da ist viel Zucker drin, aber Zwiebelsoße, ich bin gespannt. Wir essen nämlich gerne mal Sandwiches, wir haben so einen, nicht einen Sandwichmaker, sondern einen Kontaktgrill. Da als Tipp, da werden die noch knuspriger als beim Sandwichmaker und ist nicht so viel Schmierkram. Genau, wir machen gerne abends Wraps oder Sandwiches und da kann man die ja mal ausprobieren. Also Zwiebeln muss ich natürlich aufpassen, aber
Die soll richtig lecker sein. Ich möchte unbedingt mal ausprobieren, ob die wirklich so lecker ist, wie sie alle die Soße anpreisen. So, dann habe ich noch Süßes, einmal für meinen Mann. Mauarm und einmal für meinen Sohn und für meinen Mann Haribus. Genau. Die Haribus und Riesenpaket, Maxi-Paket, hat mich, glaube ich, 2,89 € oder so gekostet. 3 €. Also, und da sind Original Haribus drin und da sind richtig viele Tüten drin. Das ist eine große XXL-Packung. Dann, die müssen immer mit, auch Original von Haribo. Diese Bella-Sticks, richtig lecker. Ich bin gespannt. Und für gleich, wenn ich nämlich mein Video fertig bin, für meine Painting-Abende, ich bin ja eher so ein Schokotyp, aber diese Haribo, hier, diese Ballast-Sticks mag ich auch richtig gerne. Und da werde ich mir auch welche von mopsen. Am Mauarm, ja, kann mal, muss nicht unbedingt. Gummibären bin ich auch nicht so der Fan. Ja, ich mag, kennt ihr diese Vampire mit Lakritz, mag ich gerne. Die schmecken auch gut von Haribo. Aber sonst bin ich nicht so der Haribo-Fan. Ja, für mich was Süßes. Diese leckeren Cookies, die gibt es einmal mit Schokolade gefüllt und einmal mit Hellem. Ich weiß nicht, ob das mit weißer Schokolade ist oder mit so einer Creme auf jeden Fall, eine helle Creme. Und ja, die werde ich gleich zum Diamond Painting mit einem Kaffee genießen. Da freue ich mich schon drauf. Und ja, das war's eigentlich. Dann kommen wir zum Diamond Painting. Hat so ein bisschen mit Diamond Painting für mich zu tun. Ich habe hier so Brotdosen geholt. Sehr günstig. 2,30 €, glaube ich, haben die gekostet. 5 Stück. Und 2 Dosen werde ich benutzen. Die anderen bekommt mein Mann für sein Brot. 2 Dosen. Einmal für mein Duftwachs von der lieben Heidi. Jetzt wird die Größe noch passen. Ich lasse immer so 2, 3 Lieblingswachse dann in meiner Schublade und die anderen packe ich dann hier rein, die Duftwachse. Und in den anderen wird mein ganzes Washi-Tape reinkommen, was ich dann aktuell benutze. Und die sind ja so, ist so eine Mittelgröße. Ich glaube, das sind jetzt 4 Liter oder 5 Liter. Okay, steht hier gar nicht jetzt drauf, wie viel Liter das ist. Ja, weiß ich nicht genau. Genau. Und die finde ich ganz cool, auch günstig. Ich glaube, ich habe 2 € dafür bezahlt, für 5 Stück. So, jetzt kommt ein Diamond Painting. Ich habe, sie hatten ein Katzenmotiv noch, ein Mosaikmotiv und ein Blumenmotiv. Ich fand die anderen alle nicht so toll. Das hier habe ich schon mal gesehen bei anderen YouTubern und sie haben jetzt in Eckig. Sehr spannend. Gucken wir uns jetzt einmal ganz schnell an. Es ist dieses Motiv. Und für alle Anfänger oder für zwischendurch kann ich diese Actionbilder nur empfehlen. Sie sind teurer geworden. Square, also ich habe jetzt 4,09 € oder 4,19 € bezahlt. Früher haben sie 3,99 € gekostet. Und es ist leider nur 30 mal 40. Es gibt jetzt auch schon 40 mal 60, glaube ich, Bilder. Und 40 mal 50 gibt es, glaube ich, auch. Bin ich nicht wirklich sicher. Aber 30 mal 40 und 40 mal 60 gibt es auf jeden Fall. Ich hätte dieses Bild gerne auf 40 mal 60 gehabt. Aber es sind eckige Steine und deswegen mussten sie unbedingt mit. Weil ich habe bis jetzt noch kein Square-Kit gehabt von Action. Und sie haben jetzt auch, das hatten sie aber letztes Mal auch schon, dieses Holo-Design auf der Verpackung. Mega cool. Wir gucken uns das einmal an. Wie gesagt, für alle Anfänger, es ist ein Toolkit bei, es ist alles dabei und die Qualität ist super. Ich habe auch schon 2 gepaintet. Meine Mutter hat schon 1 gepaintet. Ich habe noch welche im Schrank. Einmal mein, auch so ein Landschaftsbild habe ich noch. Dann habe ich noch mein, wie heißt er denn? Nicht Leguan, sondern dieses andere. So ein anderes, ein Chamäleon habe ich noch. Genau. Und eins mit Sonnenuntergang.
die Leinwand ist hier ein bisschen fester. Es ist ein Längsbild, also nicht hochkant, sondern längs. Guck mal, wie schön. Aber eine Nummer größer wäre noch schöner gewesen. Das ist mit Bergen und eigentlich habe ich es hauptsächlich wegen den Kirschblüten gekauft. Ich liebe Kirschblüten, ich liebe diesen japanischen, chinesischen Touch total gerne. Ich mag ja auch gerne Manga und Anime und Kirschblüten. Ich liebe Kirschblüten. Wenn ich einen Garten hätte, ich würde mir einen Kirschblütenbaum pflanzen. Ich finde sie so toll. Genau, dann ist hier so eine Waldlichtung und ein Wald und Wasser ist hier. Und hier steht dann das japanische Häuschen und hier oder Tempel und hier sind die Berge und hier links sind so die Kirschblüten. Finde ich mega schön. Wir haben leider nicht, was ich ein bisschen schade finde bei Action, wir haben keine DMC-Nummern. Haben wir einfach nicht. Also wir können sie wegpacken, aber ja, man kann gucken, wie das passt zu seinen DMC-Nummern. Vielleicht habt ihr sogar einen Tipp. Gibt es eine Liste von Action? Eine geheime Liste? Dann könnt ihr mir die gerne mal schicken. Bei Facebook oder Instagram findet ihr mich ja auch. Verlinke ich unten, oder kommt unten in die Infobox mein Name. Da könnt ihr mir gerne mal so eine Liste schicken. Ich habe gerade eine Liste geschickt von einer ganz lieben Abonnentin bei mir, wo nämlich die Liste anzeigt, welche von Diamond Art Club, welche AB-Nummern zu welchen normalen DMC gehören. Das fand ich sehr spannend. Genau, und vielleicht habt ihr ja eine Liste von den Action-DMC-Nummern. Genau, das sind eckige Steine. Die Steine sind auch richtig gut bei Action. Wir haben hier jetzt keine Legende. Huch, haben wir nicht sonst immer eine Legende bei Action gehabt? Okay. Was ist dies für ein Zeichen? Ist das was Besonderes? Da muss ich gucken. Oder ist es einfach nur das Weiße? Das Gleichzeichen soll das sein. Das interessiert mich jetzt mal. Sehe ich jetzt nicht. Weil das Zeichen habe ich hier gar nicht. Ich habe ein Plus. Ach doch, das ist... Ah, ich dachte, das ist Gleichzeichen. Das ist ein Punkt. Das ist hier gar nicht richtig abgebildet. Seht ihr das? Das ist dieser Kreis hier. Dann hätten sie auch einen richtigen Kreis hinmalen können. Die haben da einfach so einen kleinen Punkt hingemacht. Wie witzig. Ja, es ist hier so ein Kreis. Und die Qualität der Steine ist einfach super. Es sind Acrylsteine, aber richtig gute Acrylsteine. Ihr seht auch ganz wenig Löcher. Und wir haben hier ganz schön viele Farben, sehe ich gerade. Also wir haben hier 9 Farben und dann bis Z. Das Alphabet hat 14 oder 16 Buchstaben. Das heißt, wir haben da 9, 25, ungefähr 30 Farben. Wow, für die Größe, 30 mal 40. Wow, 30 Farben, das ist sehr viel. Krass. Schönes Rosaton, rosa, schöner Rosaton. Also wir haben hier fast alle Farben vertreten. Guck mal, was für ein krasses Orange dabei ist. Und die Qualität der Steine ist wirklich gut bei Action. Ja, die Leinwand ist auch gut. Was ich jetzt hier vermisse, ist wirklich die Legende. Die haben sie wohl nicht mehr. Ich habe das bei den 40x60 Bildern gesehen. Ich dachte, okay, bei der Größe vielleicht passte das nicht mehr rauf. Aber das ist so ein richtig schönes Snackbild. Also sehr kleines Snackbild sogar. Und ich habe das zweimal gekauft. Einmal für mich und einmal für eine Freundin.
Ich wollte das noch für eine Bekannte kaufen. Eigentlich können die kennen sich drum streiten, wer eins haben möchte. Ja, ich packe das gleich an, es ist zu viel Knister. Also das Motiv ist richtig schön. Genau, haben sie aktuell bei Action, falls ihr Lust habt. Schaut doch mal bei euren Action in der Nähe rein. Mein Action ist 6 Minuten mit dem Auto. Und in die andere Richtung auch nochmal 8, 9 Minuten mit dem Auto. Ich werde morgen nochmal zum anderen Action wahrscheinlich fahren. Morgen oder übermorgen, weiß ich noch nicht. Morgen ist ja die neue Aktionswoche. Ich guck mal, was sie so da haben. Genau. Also vielleicht habe ich ja nochmal ein Diamond Painting Bild. Dann hänge ich das hier ran. Oder habe noch was anderes gefunden bei Action. Zum Beispiel die Magnete. Dann hänge ich das ran. Hier ist so ein Standard-Toolkit, habe ich fast vergessen, mit einem grünen Schiffchen. Zweimal Wachs, das Wachs ist auch super. Und ja, Aufsätze haben sie hier noch nicht mit bei. Aber das muss man ja auch nicht bei so einem kleinen Bild. Genau, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!